Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Star Wars The Old Republic. Ich bin hier gerade mit Kors Vortena unterwegs, meinem Begleiter von der Gravestone, und ja, besiege jetzt hier gerade so einen Herald von Sildrock. So, das war's für ihn. Und wir wollen nun zur Herrin der Leiden. Ja, wo die ist, was die macht, wer das ist, wissen wir alles noch nicht, aber auf jeden Fall soll die uns helfen, um gegen Arkan zu kämpfen. Das ist der Sohn des Imperators, und ja, der Sohn hat den Imperator erledigt, und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir den Sohn irgendwann erledigt bekommen. Ob das jetzt so einfach wird, das wissen wir noch nicht. Dafür müssen wir erstmal mit der Herrin der Leiden sprechen. So, auf dem Weg dahin müssen wir nun einen Weg finden, das Sicherheitsnetz abzuschalten. Da schauen wir doch mal, wo das hier ist. Da werden bestimmt ein paar Computerterminals oder sowas hier sein. Und wir müssen Sildrock-Vollstrecker dafür erledigen. Wir sind mittlerweile also schon so weit in der Story, dass die Gegner Level 64 sind also nicht mehr ganz so low. Und wir sind im Kapitel 7. Insgesamt gibt es 9 Kapitel bis jetzt freigeschaltet. Ah, und wir sehen hier, ist gerade noch eine Bonusquest dazugekommen. 25 Herolde besiegen. Also ganz normale Mobs. Da braucht man keine schweren zu töten. Ihr seht auch, wie groß die Map jetzt hier ist. Wir sind gerade hier in der Mittelstraße. Ne, in der Mittelstadtstraße. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von der Map. Das ist die Bruchstadtallee. Und die ist etwas größer. Bruchstadt ist ein Teil von Sakul. Und ja, man kann so sagen, die Gangster-Gegend. Und die, ja, heruntergekommene Gegend. So, dann versuchen wir jetzt hier mal den Vorboten zu erledigen. Auf jeden Fall haben wir noch einiges an Weg vor uns. Ich werde ein bisschen was wegkürzen, damit ihr nicht alle Kills mit ansehen müsst. Damit wir auch noch im heutigen Let's Play bei der Herrin ankommen. Am Ende wissen wir also, wer diese Herrin ist. Ja, soweit ich das jetzt gehört habe, soll man bis zum 4. Januar irgendwann mal ein Abo abschließen, damit man HK55 als Begleiter festbekommt, aber oder Missionen von dem bekommt. Wie das genau läuft, habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, aber das ist natürlich schon interessant, so eine Zusatzmission mit HK55 zu machen. Das wird mir schon gefallen. Ich glaube, das Abo schließe ich auch ab, und man bekommt wohl 2 Tage vor dem Kapitel veröffentlichen schon Zugang zu dem Kapitel, also 2 Tage vorab Zugang, so habe ich das jetzt verstanden, weil Kapitel 10 ist ja das nächste, was kommen soll. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ja, im Januar, Februar ist es dann ja soweit, dann geht auch hier die Story weiter. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt wieder 3 Stück, die können wir mit Areas angreifen und haben dann ja schon mal 10 von den Herolden. Fehlen ja nur noch 15 Stück. Wer ist das? Der scheint etwas stärker zu sein. Genau. Ja. Auf jeden Fall mache ich die ja jetzt hier auch meistens fürs Geld, weil ich möchte natürlich dann doch noch die ganzen Rüstungen kaufen, die auf dem höchsten Level jetzt möglich sind. Und vor allen Dingen, ich möchte auch ein paar Materialien beschaffen, weil zwischendurch lasse ich auch noch immer meine Begleiter craften. Das finde ich ja so cool bei Star Wars, dass man die Begleiter einfach losschicken kann während des Spielens und irgendwas erledigen lassen kann. Das war eine ganz coole Idee von BioWare, dass man so nebenbei craften kann, ohne das selber machen zu müssen. So, und jetzt haben wir dann auch 14 schon erledigt. Boah, noch immer nicht die Map weiter freigeschaltet. Ja, gehen wir jetzt da die Ecke noch machen. Ich glaube, damit wir auch die 25 zusammenkriegen, macht das, glaube ich, Sinn, alle wegzumachen. Also machen wir auch die Ecke hier. Da rechts ist noch einer. Der hat sich aber gut getarnt da in der Säule. Okay, 16, 17. Naja, 17 ist ja schon mal gut. Und jetzt gehen wir mal die Karte noch ein bisschen weiter aufdecken. Oder noch die da vorne. Wir machen auch noch die da vorne. Wir nehmen sie alle mit. Man kann ja nie wissen, ob ein 200er Item, das ist so die Itemstufe zurzeit, irgendwo droppt. So, durchdringender Schuss. Na komm.
Das zieht sich natürlich ein bisschen hin mit den ganzen Mobs. Muss man schon sagen, da haben sie sich ein bisschen viele ausgedacht für die Bonus-Quest. Aber es sind jetzt immerhin schon 19 von 25. Ist da hinten noch irgendwas Besonderes? Nee, das sind auch nur irgendwelche Passanten. Also gehen wir mal weiter. Betritt die Klinge. Aktualisierung. Und wir haben die ganze Karte entdeckt. Weiteren Befall an Bord der Gravestone orten. Empfehlung: Sie sollten 100 bis 200 Liter industrielles Reinigungsmittel kaufen, wenn Sie im Turm sind. Unsere Vorräte sind nahe. Das war noch nicht alles. Und HK55 ist noch immer in seinem Putzwahn. Wir sollen genug Reinigungsmittel mitbringen. Ja, der will unbedingt die Gravestone sauber kriegen, nachdem die ja ein paar jahrelang im Sumpf gelegen hat, waren da doch einige, ja, Ungeziefer drin. Und der ist voll am Putzen die ganze Zeit. Finde ich schon lustig. Das könnte man eher als Putzroboter bezeichnen. So, und dann haben wir gleich auch, ja, 22 haben wir schon. Jetzt hoffen wir mal, dass der Golden hier mal was Richtiges droppt, damit wir die alle so umsonst umbringen. Komm. Und? Ja, mal was Grünes. 190, na gut, die Waffe ist schon 192, die ich habe, hat sich also nicht gelohnt. Dann machen wir hier mal weiter. Und die nächsten bitte. So, der Bonus-Step müsste jetzt erledigt sein. Das hier dürfte der letzte sein, dann haben wir das schon mal. Und dann sollen wir die Klinge betreten. Die Klinge. Okay. Ist das eine Kneipe oder warum heißt es die Klinge? Abgeschlossen. Wunderbar, kein Bonus-Step mehr. Und jetzt gucken wir mal, Tag tun, wo wir in die Klinge reinkommen. Ja, da vorne. An diesem Sicherheitsgate. Oh, hier sind aber noch mehr Gegner. So, gehen wir mal wieder mit Area ran an das Ganze. Und dann gehen wir in die Klinge rein. So, der ist weg. Der auch. Und noch hier einer. So, jetzt geht aber hinein da. Wir wollen doch mal wissen, wie es hier weitergeht von der Story. Wer ist die Herrin der Leiden? Zerstöre den östlichen Generator. Na super. Das war jetzt natürlich mal wieder ein Schuss vor den Bug. Also müssen wir noch eine Runde drehen. Da hätten wir nicht wirklich jede Ecke der Herolde machen müssen, weil wir jetzt sowieso noch mal eine Runde gehen. Aber da vorne leuchtet es auch schon, also ist gar nicht so weit. Ist jetzt nur da schön auf den Beinen bleiben. Noch zwei, drei Gegner erledigen, dann haben wir das auch schon erledigt. Da leuchtet schon der Eingang, also noch die hier wegmachen und dann haben wir das auch. Zerstöre den östlichen Generator. Ja, wenn ich mal hier irgendwie mal Schaden austeilen könnte und der mich nicht die ganze Zeit hier hochheben würde, dann wären wir jetzt auch schon viel weiter. So. Der hält aber auch was aus. An dem bin ich länger dran als an den letzten drei Wellen. Komm jetzt. Jetzt hebt der mich schon wieder hoch, kurz bevor er umfällt. Immer diese Sonderskills. So, jetzt noch ihn da hinten. Kriege ich nicht ins Visier. Doch, jetzt. Na komm schon. Noch ein Schuss. Jawohl. Nun gucken wir mal, dass wir den östlichen Generator ausgeschaltet bekommen. Da oben. Jetzt ist offen. Und super. Verschafft dir Zutritt zur Klinge. Wir haben das Gatter ausgeschaltet. Die Laserbarriere ist aus. Und jetzt kommen wir da wohl auch endlich mal rein. Ich will endlich wissen, wer diese Herrin der Leiden ist. Mensch, das muss doch jetzt mal hier weitergehen. Vor langer Zeit war die Klinge der Treffpunkt schlecht. Es ist offen. Und jetzt? Und sind wir sofort da? Wieder im Sumpf. Klinge Foyer. Besiege Xon und die Herolde von Sildrock. Also, jetzt haben wir hier erstmal einen kleinen Named. Na, so stark ist der aber nicht. Der ist nur Silber, nicht Gold. Dann werden wir hier mal mit einem Area rangehen. Toll, wir treffen ihn. Ich bin da hinten. Schade. Hätte ja klappen können. Na, geht aber. Irgendwie treffe ich gerade gar nichts. Was habe ich denn in diesem Visier? Ach, hier den Xon. Geht aber.
besser? Erstmal machen wir den da hinten weg. Der war fast schon tot und dann habe ich irgendwie das Ziel gewechselt. Meistens sind die ja so im Nahkampf hier, diese silbernen, diese starken Gegner. So was Besonderes können die eigentlich nicht, außer einen hochheben. Ne? So. Und noch, da vorne müsste noch irgendwo ein Herold sein. Wo ist er denn? Ich sehe nur Nebel. Ach, auch schon wieder so an der Säule getan. Und nimm den Penthouse-Lift. Wir haben also wieder einen Schritt fertig. So, leider hier nochmal Gegner. Der nächste Korridor ist aufgedeckt. Sehr schön. So, mit dem Area rein geht ein bisschen schneller. So. Den machen wir auch noch weg. Viel erledigt. Und jetzt haben wir es. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, looten geht nicht. Huiuiui. Es hört aber nicht auf mit den Gegnern. Hier kann das sein. Da haben sie sich wohl gedacht, ziehen wir die Story ein bisschen in die Länge, setzen wir ganz viele Mobs da in die Gegend. Oh Mann. Ich glaube, wir haben jetzt schon seit Anfang des Let's Plays ja ca. 40-50 von diesen Sildrock-Typen erledigt. Kann hinkommen, ne? So, jetzt aber. Immer 250 Credits ist ja gut. Vermächtnis-Exp geht auch ein bisschen hoch. Und da ist noch einer. Und diesmal sogar ein goldener. Der bewacht den Lift. Ich finde auch, dass gerade die wichtigen Gegner so Lift bewachen oder so völlig prädestiniert sind. Das ist denen ihr Job. Man denkt eigentlich, die sollten irgendwie in so einem Thronsaal sitzen, weil die super stark sind. Und was ist? Sie passen auf den Lift auf. Okay. Dann killen wir den jetzt mal. Dann passt er auch gar nichts mehr auf. Dann geht das ganz rucki zucki und schön auf den Beinen bleiben. Dann kann ich in den Lift hinein. Bin mal gespannt, wie das Penthouse aussieht von ihr. Okay. Atriumaufzug. Hört sich nicht nach Penthouse an. Was kommt? Ja, Atriumaufzug. Du hast den Ort Atriumaufzug entdeckt. Wir sind immer noch nicht im Penthouse. Haben immer noch ein paar Sildrock vor uns, aber jetzt müssen wir nur noch da oben um die Ecke. Ja, ist aber auch ein großer Bereich hier. Sieht schön aus. Atrium ist ja so ein bisschen mit Blümchen und Luft und Licht, ne? So stellt man sich ein Atrium vor. So, bei Elder Scrolls heißt es Arboretum. Das ist wieder was anderes. Ja, jetzt müsste man Latein können. Was heißt Atri? Oder Arbo? Keine Ahnung. Irgendwas Lateinisches. So, jetzt aber. Wir sind an einem wunderbaren Garten hier. Was für eine hübsche Abwechslung nach der Bruchstadt. Die war ja doch ziemlich runtergekommen. Und schon wieder ein Silberner. Oh Mann, immer diese etwas stärkeren. Die dauern immer extra lang und bringen so nichts Besonderes. Glück habe ich hier meinen schicken, durchdringenden Schuss und sowas alles. Das hilft dann doch schon ganz gut. Okay. Aber jetzt haben wir es, oder? Ja, das sieht gut aus. Da vorne ist der Hauptaufzug. Nimm den Penthouse-Lift. Yippie! Nicht yippie. Eine Cutscene. Oh oh. Die kenne ich. Gegner. Nein! Ich wusste, dass ich euch finden würde. Neuer Partner? Ich bin alles andere als erfreut. Valen hat Tanek getötet, weil er eure Flucht zugelassen hat. Ich warte nun schon seit einer Ewigkeit auf diesen Moment. Darf ich dann jetzt schießen? Koth Vortena, Verrat, Aufwiegelung, grobe Inkompetenz. Den letzten Punkt habt ihr erfunden. Ich bin froh, dass wir es riskiert haben, in die alte Welt zu kommen. Jetzt werden wir uns die Ehre verdienen, zwei Verbrecher ausgeschaltet zu haben. Im Namen Arkans, ergebt euch der Gerechtigkeit! Ja, dieser Novo hier, ein richtiger Virus, der hat mich nämlich schon mal angegriffen mit Tarek. Genau. Die beiden habe ich dann leben lassen. Die habe ich also beide dann
gehen lassen beim letzten Kampf. Da habe ich, glaube ich, mit Daniel gegen die gekämpft, oder? Ne, mit Lana Benito, genau. Und dann kam natürlich die Schwester von Arkan und hat seinen Partner hier gekillt. Also Novos Partner wurde zwar verschont, ist dann aber trotzdem gekillt worden. Naja, so will er sich wohl rächen hier. Mal schauen, ob wir ihn jetzt mal endgültig ausschalten. Ihr sollt doch froh sein, dass ich ihm vorerst mal das Leben geschenkt habe. Und dann sind wir jetzt trotzdem noch so frech. Unmöglich. Undankbares Pack. Muss es jetzt halt sterben. Besiege Novo. Ja, der geht nur in die Knie. Wenn der grün ist, bedeutet das, man kann ihn wiederleben lassen. Naja. Will ich das nochmal machen? Bin ich gutmütig? Ich weiß es nicht. Ich überlege jetzt schon mitten im Kampf, ob ich das will. Ja, ich glaube, ich lasse auch leben, weil... Ja, man kann nie wissen. Vielleicht beim zweiten Mal. Ich muss kein Erbe sein, um eure Grabinschrift zu sehen. Hier liegt der Fremdling, der Sakul Chaos und Verderben brachte. Ihr irrt euch, was mich betrifft. Vielleicht werdet ihr sogar lange genug leben, um es zu erkennen. Der Typ ist besessen. Ich bin mir sicher, dass sie euch nicht in Ruhe lassen werden. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Und damit haben wir ein paar Gefangene. Und jetzt wollen wir aber auch dann wirklich mal schauen, wer die Herrin der Leiden ist. Und dafür nehmen wir jetzt mal den Penthouse-Lift. Da vorne ist er ja schon. Jetzt haben wir bestimmt nicht mehr viel vor uns. Ich weiß nie, was ich... Hey, eine Münze. Die Herolde hatten Vorsprung. Seid auf alles gefasst. Uns könnte gleich ein kleiner Krieg erwarten. Mit Krieg kenne ich mich ganz gut aus. Ich weiß. Sie haben nicht das bekommen, was sie wollten. Aber sie haben das bekommen, was sie verdienten. Sehen Sie es so, Erhabener. Sie werden endlich bei ihrer großen Schlange sein. Scorpio, du bist die Herrin der Leiden. Commander, ich hatte schon vermutet, dass Sie diese Fremdling sind. Konnte es aber bis heute nicht bestätigen. Ich bin neugierig. Was würden Sie mit dem Sohn des Erhabenen machen? Wenn er die Herolde führen würde, wären dir seine Furcht und sein Respekt gewiss. Anders als bei seinem Vater. Genau wie berechnet. Hervorragend. Es gibt nichts, was sie davon abhalten könnte, der neue Erhabene zu werden. Ich erwarte, dass sie sich an ihren Teil der Abmachung halten. Selbstverständlich. Endlich kann ich die Herolde in die glorreiche Zukunft führen, die wir verdienen. Ihr werdet gerecht dafür belohnt werden. Dann gehen Sie. Es hat sich noch nie jemand so an mich herangeschlichen. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht töten wollte. Da habt ihr recht. Wenn Scorpio euch hätte töten wollen, hätte sie nicht gezögert. Da habt ihr euch ja jemanden angelacht. Da wir ihre Hilfe brauchen und ich offensichtlich nicht in der Position war, mich zu widersetzen, habe ich ihr von der Gravestone erzählt. Anscheinend will sie sich uns anschließen. Trauen wir ihr? Lasst Scorpios Motive nur meine Sorge sein. Ich gehe davon aus, dass ihr langer Schlaf erholsam war. In der Tat. Du hast nicht zufällig was von Kallio, Vector und den anderen gehört? Sobald sie weg waren, musste ich nicht mehr Teil ihrer Crew bleiben. Aber das wird sie kaum überraschen. Ich habe mich stark verbessert.
Das ist Selbstiteration Nummer 1084. Mein evolutionäres Potenzial wächst mit jedem Tag. Bist du deshalb im wilden Raum geblieben? Wegen des größeren Potenzials? Die Technologie hier übersteigt alles im Hochsicherheitstrakt 23 oder auf den anderen Welten, die ich mit Ihnen besucht habe, bei weitem. Setzen Sie die Operationen in meinem Namen fort. Schalten Sie die Herolde aus, wenn es sein muss. Wir bleiben in Verbindung. Verstanden. Du kommst also mit uns? Natürlich. Ich möchte mit der Gravestone sprechen. Ich freue mich darauf, zur Abwechslung mal mit einem Intellekt zu kommunizieren, der mir gewachsen ist. Was ist mit Arkan? Er hat etwas, das mir gehört. Die Schwere dieses Fehlers muss ihm vor Augen geführt werden. Was hat er genommen? Ich habe ja nur gefragt. Yeah, Scorpio. Unser alter Begleiter ist wieder da. Aber wir sehen auch wieder was von der dunklen Seite hier. Hören wir uns das doch auch nochmal in Ruhe an. Oh oh. Die Einheiten 522, 865 und 983 der ewigen Flotte bereiten sich zum Einsatz vor. Kampfprotokolle vollständig aktiviert. Der Fremdling wird uns dieses Mal nicht entkommen. Alle Gemini-Kommandoeinheiten bestätigen. Vorbereitungen laufen bereits. Ui, das war ein Scorpio-Klon, würde ich sagen. Interessant. Beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall weiter. Dann schauen wir, wie es Kapitel 7 beendet ist oder sogar schon Kapitel 8. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like, dann ein Abo und dann bis demnächst. Bye, bye.